Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. 1, 2, 3! Wir haben gerade kurz vor 6 und Lisa hat mir auch gerade geschrieben, ich werde mit Lisa für 2 Tage nach München fahren und ich dachte mir, ich vlogge das einfach mal so ein bisschen mit, wir fahren jetzt gleich los, also wir müssen Lisa abholen in einer halben Stunde und ich bin immer noch dabei, meinen Koffer ein bisschen einzupacken. Ich habe irgendwie voll Angst, dass ich was vergessen habe und ich habe das Gefühl, dass ich was vergessen habe, aber ich bin noch beim Einpacken und ich muss noch meine Handtasche einpacken, also ich nehme noch so einen Beutel mit. Als Handgepäck. Wir fahren übrigens mit dem Zug und die Fahrt dauert 2,5 bis 3 Stunden ungefähr. Und ich muss auch erstmal noch was essen, bevor wir losfahren. Ich packe jetzt aber erstmal nochmal meinen Koffer weiter ein. Also so sieht das Ganze gerade aus. Eigentlich ist der Koffer fertig gepackt. Ich glaube, ich kann den jetzt mittlerweile mal zumachen. Ich tue nur noch das Aufladekabel von meinem iPad rein, weil das brauche ich ja nicht während der Fahrt. Und dann noch das von meiner Kamera, weil den Rest von den Kabeln packe ich in meine Handtasche ein. Ich habe jetzt noch so eine helle Kurzhose eingepackt, weil es soll auch warm werden in München. Und jetzt mache ich das hier mal zu. Oh, das geht schwer. Ich habe viel zu viel dabei für 2 Tage, aber ja. Wir übernachten im Hotel. Übrigens, habe ich das schon gesagt. Also ich nehme immer diese Beuteltasche mit und dann halt den Koffer. Die hat irgendwo einen Fleck, die Tasche glaube ich, aber ich nehme die trotzdem jetzt mit. Und genau, dann bin ich eigentlich fertig. Ich esse jetzt nur noch kurz was und dann fahren wir, glaube ich, auch los und holen Lisa ab. Wir fahren jetzt los. Willst du auch was sagen? Sie kommt auch mit. Hallo. Hallo. Wir fahren jetzt zum Bahnhof. So, Leute, wir sind jetzt am Bahnhof. Und wir warten auf unseren Zug. Der kommt aber erst in einer halben Stunde ungefähr oder 20 Minuten. Ja. Und aber wir sind gut schon mal hier angekommen, müssen nur den richtigen Waggon finden. Das wird auch nochmal so eine Sache. Mir ist nicht kalt. Und genau, ich freue mich aber schon. Ja. Outfit-Check, Freunde. Oh. Hinten ist meine Mutter. Ups. Was? Ich bin noch nicht deine Mutter. Achso, da hinten. Aber egal. Man sieht uns ja gar nicht. Wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen, so richtig schön hier und wir werden es jetzt umziehen und dann weiß ich nicht, was wir machen. Ich glaube, wir gehen in die Stadt. Ja, wir gehen in die Stadt. Wir gehen erstmal zu Subtude und Brandy, glaube ich. So Leute, wir sind jetzt in München. Ich habe ja schon gesagt, wir sind im Hotel eingecheckt und wir sind jetzt auf dem Weg zum Subtude mit Hilfe von Google Maps und genau. Wir mussten uns hier so Taschen nehmen, Freunde. Wir haben die letzten 2 bekommen. Oh mein Gott, wir haben Glück gehabt. Leute, wir haben einfach gerade Videozeug von Feli getroffen. Ich kann nicht mehr reden. Die lief hinter uns aus dem Septut raus, also hinter uns, als wir aus dem Septut rausgekommen sind. Und ich war jetzt so Kathi so, hä, ist das nicht Feli? Die so, nee. Ja, ich dachte am Anfang nicht, weil wir haben die nur so von hinten gesehen, aber ich sah sie einfach und dann haben wir sie angesprochen und dann haben wir ein Foto mit ihr gemacht. So toll. Die war so nett und die so groß, war sie cool. Ja, wir suchen uns auf jeden Fall was zu essen. Wir haben Hunger. Das war voll toll. Das ist voll cool. Ja. Ich freue mich gerade voll, wir suchen uns jetzt was zu essen, weil wir haben echt Hunger. Ja. Und wir waren sehr erfolgreich bei Brandy. Also bei Subtude einmal. Ja. Und dann habe ich noch bei Brandy. Ich auch. Ich habe meinen Top gehabt. Das war gut, deswegen musste ich nichts bezahlen. Das ja. Aber jetzt haben wir echt Hunger. Wir haben irgendwie 12:30 oder vor 1 irgendwann. Leute, wir haben jetzt gerade zu Mittag gegessen und wir haben jetzt noch eine Liste gemacht zu allen Geschäften, die wir noch gehen wollen. Es sind noch genau 5.
Und als erstes gehen wir zu Zara, da freue ich mich am meisten drauf. Ich hoffe halt, dass ich was finde. Ich würde mir nämlich noch gerne dieses Hemd, was ich in Pink habe, in Blau kaufen. Und genau, das Essen war sehr lecker. Ja. Und ich finde es mega toll. Und da ist Lisa. Hallo. Und ja. Oh. Zeig mal. Den hat sie von Subtude, weil sie hat ja einen 100€ Gutschein gehabt bei Subtude, weil sie den gewonnen hat. Und die habe ich jetzt eingelöst. Ja, das war toll. Ja. Hat erst fast nicht geklappt, aber die hat es doch. So, Leute, wir sind so voll gepackt. Also, ja, man sieht es jetzt gar nicht. Ich habe hier, jeder von uns hat so drei Tüten. Und aber die noch, Tüte ist von Olivia. Ja. Große. Und meine drei Tüten sind für mich. Und wir haben so viel. Und wir haben einfach Durst. Und wir können nicht mehr. Wir laufen jetzt zurück zum Hotel. Wir finden nichts zu trinken. Ich weiß auch nicht. Wir sind, glaube ich, einfach zu blöd. Also, wir haben einfach schon 17 Uhr. Echt? Ja. Und wir wollen dann halt noch mit meiner Mutter und meiner Schwester zu Abend essen. Ja. Wir treffen die dann irgendwo, aber jetzt gehen wir halt erst zurück zum Hotel und wir haben immer nichts zu trinken. Wir wissen irgendwie nicht, wo wir es finden sollen. Das ist blöd. Ja. Wir sind wieder bei diesem gelben Haus, wo wir auch waren heute Morgen. Und wir müssen morgen auf jeden Fall noch zu H&M gehen. Ja. Da waren wir noch gar nicht. Wo noch? Wir sind jetzt wieder im Hotel. Hier ist die Lisa, hier scheint gerade die Sonne rein. Ich mache jetzt so eine ganz, ganz kleine kurze Roomtour für euch, aber nur ganz, ganz klein und kurz. Bisschen unordentlich. Ist ein bisschen unordentlich. Also hier ist auf jeden Fall das Bett. So sieht es da aus, das Fenster. Das ist so eine schöne Pflanze, sieht voll schön aus. Ich will auch so eine Pflanze in meinem Zimmer. Und ja, und wir sind hier ja eh nur eine Nacht und dann geht es hier ins Bad, wo ist denn das Licht hier? Also hier ist jetzt einmal das Bad, wir haben wirklich noch gar nichts eingeräumt. Da ist die Dusche, das sieht auch voll fancy aus. Ich werde heute Abend meine Haare waschen und genau, wir ziehen uns jetzt noch um und dann haben wir noch kurz Zeit und dann gehen wir auch schon zum Abendessen. Also Leute, wir haben uns jetzt ready gemacht fürs Essen. Ich habe den Pulli von Subtude an. Den habe ich von Urban Outfit das an. Ja, das ist unser Outfit. Vielleicht können wir es uns euch draußen nochmal besser zeigen, aber jetzt, falls wir es draußen jetzt gehen wir essen, lecker, yummy, tschüss. So Leute, es ist jetzt schon abends. Lisa ist gerade im Bad und wäscht ihre Haare und ich will meine heute auch noch waschen. Damit die morgen auch noch schön aussehen und morgen Abend fahren wir ja schon wieder nach Hause. Genau, mal schauen, wo wir morgen dahin gehen. Aber ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder, weil ich wasche mir jetzt auch gleich meine Haare und dann gehen wir eh schlafen. Also wir machen jetzt wirklich nichts mehr Spannendes. Und ihr kriegt auch noch ein Haul, Leute, versprochen. Eigentlich wollten wir es jetzt machen, aber irgendwie hatten wir jetzt doch keine Zeit. Aber genau. Ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt den zweiten Tag hier in München. Und wir sind gerade aufgestanden. Ich sehe noch extrem müde aus. Wir gehen jetzt gleich zum Frühstück. Ich freue mich, weil ich Hunger habe. Da ist Lisa. Und wir wollen gleich noch ein paar Bilder machen. Ja. Und dann gehen wir heute nochmal shoppen. Ich freue mich. Tschüss. So Leute, wir haben jetzt gefrühstückt und wir packen gerade unsere Koffer. Mein Koffer, guck mal. Das ist aufgeplatzt. Und jetzt geht es nicht mehr. Wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Sonst haben wir auf jeden Fall schon alles zusammengepackt und ich werde jetzt der Lisa helfen, irgendwie das zu kriegen. Wir setzen uns da beide drauf oder so. Guck, das geht doch. Ja, aber der Seite aber hier nicht. Okay, Freunde, wir haben es hingekriegt. Ich habe mich drauf gesetzt. Dann ging's. So, und jetzt haben wir noch Zeit bis 12 Uhr. Ja. Dann bringen wir die Koffer runter und dann gehen wir noch mal ein bisschen shoppen. Wir haben uns noch ein paar Läden rausgesucht, wo wir noch reingehen wollen. Und heute Abend geht's dann zurück. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss. Nicht warum nicht tschüss. Bye. So Leute, wir sind jetzt gerade im H&M und wir haben mehrere Sachen. Ich habe drei Teile. Die gehen wir jetzt anprobieren. Einmal so ein Hemd und dann zwei T-Shirts. Ich habe auch zwei Hemden und auch Ringe. Und es ist richtig warm heute, aber ich habe immer noch mal einen Pulli an. Wir ziehen es vielleicht auch bei uns, ja, weil es echt warm ist. Wir müssen noch mal einen richtigen Outfit-Check für euch machen. Machen. Also Leute.
Leute, ich habe die ganzen Sachen jetzt anprobiert. Ich werde von denen nur das weiße T-Shirt hier vorne nehmen. Ich filme übrigens gerade mit dem Handy, weil meine Kamera ist gerade in der Tasche und ich switche manchmal so ein bisschen zwischen Handy und Kamera. Ich hoffe, dass es nicht, euch nicht stört oder so. Auf jeden Fall will ich nochmal nach einem anderen Hemd gucken, weil diese hat so ein anderes gehabt und das sah schöner aus als das. Also wir hatten ja beide auch das. Und genau. So Leute, da ist noch meine Sweatshirtjacke drin. Ich wundere, wir sind jetzt wieder draußen aus dem H&M. Ein Hemd und ein T-Shirt geworden. Und das ist hier bei Lisa. Ich habe so ein blaues genommen. Und wo gehen wir jetzt hin? Lush. Lush. Leute, ich bin hier im Paradies. Hier gibt es so viele Badebomben. Oh mein Gott, ich bringe meiner Schwester welche mit. Wie heißen diese Dinger nochmal? Duschgel. Ich kann es nicht aussprechen. Die sind voll cool, aber die sind richtig teuer. Egal, einmal kann man es mitnehmen. Aber ich will auch gerne Badebombe. Ich bin so lost. Also ich habe mich jetzt für diese Badebombe entschieden. Die darf jetzt hier rein. Oh mein Gott, es glitzert so. Oh, ja, ich hab's. Meine Hände glitzern jetzt. So Leute, wir waren gerade noch in einem Schreibwarengeschäft, wo wir jetzt sind. Ja, wir wissen es nicht. Ja, wir müssen halt eigentlich nicht mehr in ein Geschäft, deshalb. Wir haben vorhin tolle Fotos gemacht. Ja, die kommen alle auf Insta online, also müsst ihr alle vorbeischauen. Es scheint die Sonne voll auf uns hinten drauf. Das sind die Fotos. Bahnhof holen uns schnell noch was vom Bäcker, ja. Und dann warten wir noch auf unser Zug, der kommt in so einer halben Stunde ungefähr. Oder 20 Minuten vielleicht. So Leute, wir sind jetzt im Zug und wir fahren jetzt gleich los. Lisa ist gerade am Essen. Und genau, wir kommen wahrscheinlich zum Nach- und Null an. Ich melde mich dann morgen auf jeden Fall nochmal bei euch, mache einen kleinen Haul von den Sachen, die wir gekauft haben. Und genau, tschüss. So Leute, wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich bin wieder zu Hause und Lisa ist auch wieder zu Hause. Wir sind gestern, glaube ich, um 12:30 oder so angekommen. Also heute um 12:30. Ich sage immer gestern um 12:30, aber genau. Und die Fahrt ging eigentlich voll schnell rum und es war einfach so, so schön in München. Und es war einfach eine tolle Zeit und genau. Aber ich werde jetzt mal anfangen, euch die Sachen zu zeigen, die ich in München gekauft habe. Ich würde schon sagen, ich habe einiges gekauft. Lisa und ich haben auch oft die gleichen Sachen gekauft. Und ich zeige euch die Sachen noch angezogen und genau, dann würde ich sagen, ich fange mal an. Wir fangen an mit den Sachen von Urban Outfitters und zwar habe ich dort einmal diesen Pulli gekauft. Ich habe den schon gleich an, weil ich finde den so schön. Und ja, ich zeige euch mal schnell, wie der aussieht. Und zwar ist es einfach so ein ganz normaler Basic Pulli, der ist ein bisschen groß, aber man kann den halt noch so ein bisschen croppen. Und ich finde den aber mega schön. Ich habe mir auch noch einen anderen Hoodie von Urban Outfitters gekauft und bitte nicht mein Unordentliches zu meinem Hintergrund beachten. Und zwar sieht der so aus. Also das ist der hier, den hat Lisa sich auch gekauft, genauso wie den anderen. Das ist, glaube ich, fast genau der gleiche, nur in dieser Farbe. Ich ziehe den auch gleich noch an. Und den mag ich auch voll gern. Die waren leider ziemlich teuer. Ich glaube, die haben 50 Euro oder mehr als 50 Euro pro Hoodie gekostet. Das war extrem teuer. Genau, dann habe ich bei Urban Outfitters auch noch dieses Kleid hier gekauft. Das ist auch voll schön, das habe ich auch angezogen. Ist leider ein bisschen verknittert. Und genau, das ist alles, was ich bei Urban Outfitters gekauft habe. Dann habe ich noch bei Subdued diesen Pulli hier gekauft. Und ich würde sagen, ich zeige euch die jetzt mal angezogen. Und dann machen wir weiter mit den Sachen von H&M noch. Also ich finde die voll schön. Also das ist jetzt dieser Pulli hier. Das sieht auch richtig schön aus mit einem Rock. Ich habe jetzt eine Nike-Leggings drunter. Aber ich finde den voll schön. Ich kann den einmal gecroppt zeigen. Also gecroppt sieht er so aus. Ich finde es auch immer schön, wenn man die Pullis croppt. Und ich mag den voll gern. Und ich glaube, der ist in Größe S wie der andere Hoodie von Urban Outfitters auch. Ja, ich mag den mega gerne. Und jetzt zeige ich euch noch das Kleid. Also ich hoffe mal, dass man es erkennen kann. Das ist das Kleid von Urban Outfitters. Ich finde es mega schön. Es ist ein bisschen verkrumpelt, aber es passt voll gut. Und es ist auch in Größe S. So, das ist jetzt noch der Hoodie von Subdued. Ich finde den einfach nur mega, mega schön. Der ist auch ein bisschen größer, aber ich finde es trotzdem voll schön. Und ach, ich liebe diese Hoodies einfach. Ja. Der dürfte auch in Größe S. Nee, ich glaube, das ist sogar XS, aber das ist halt trotzdem mega groß. Aber ich finde das so schön. Bei Brandy Melville habe ich mir dieses Top hier gekauft. Das ist ja alles in einer Größe dort. Aber das hat mir auch mega gut gepasst. Und ich glaube, es hat aber 17 Euro gekostet. Also es war wirklich ziemlich teuer. Ich zeige es euch aber gleich auch nochmal angezogen. Auf jeden Fall beim H&M habe ich mir einmal dieses T-Shirt hier gekauft. Da steht Chicago drauf. Und ich finde es voll schön. Das ist in XS. Ja, ich mag das voll. Und dann habe ich mir dort noch so eine Bluse gekauft. Die ist so ähnlich wie die pinke, die ich habe.
Und die ist auch nix, die ist aber auch sehr groß, aber ich finde die voll schön. Und ich zeige euch die Sachen jetzt auch nochmal angezogen. So sieht das Top aus, was ich bei Brandy gekauft habe. Ich finde das voll schön. Und ich zeige jetzt noch das T-Shirt. Also das T-Shirt ist auch so ein kleines bisschen oversized, aber ich finde es eigentlich voll schön. Und das kann ich halt auch so ein bisschen so croppen und ich mag es einfach. So, ich zeige jetzt noch die Kleinigkeiten, die ich gekauft habe. Das habe ich auch einmal meine Schwester geholt, weil die hat sich auch was gekauft. Und zwar beim Lush haben wir uns Badekugeln gekauft. Ich habe mir einmal diese hier gekauft. Ich kann die leider nicht rausholen, weil sonst ist alles von meinem Fenster. Zeig mal du, was du dir für Badekugeln gekauft hast. Ich habe mir zwei gekauft. Einmal diese hier. Die ist voll cool. Ja, die kann man ins Wasser halten und dann kommen da so Seifenblasen raus. Ja. Dann hast du noch eine. Und ich habe noch diese Meerjungfrau hier. Sieht auch cool aus. Mhm. Ich habe mir dann dort noch dieses Duschjelly gekauft. Ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt kurz. Das ist auch cool. Ich mach's mal auf einmal. Hast du auch schon gesehen? Ich habe es im Laden. So sieht es aus. Das ist richtig cool. So wie Wackelpudding. Ja. Fällt mir toll. Und genau, das war es auch schon bei Lush. Ich habe dann nur noch so eine Probe hier bekommen von einem Duschgel. Und ich habe mir noch so eine FFP2-Maske gekauft bei so einem anderen Laden für 2 Euro. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum allerletzten. Und zwar habe ich mir noch Tombows gekauft, 2 Stück. So sehen die aus fürs Bullet Journal. Und das war's. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch Videowünsche habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das war gerade Deutsch. Ja, willst du noch was sagen? Nee. Okay, peace. Bye Leute. Übrigens kommt bald noch ein Video mit meiner Schwester online. Wenn es klappt, schon diese Woche. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Put your hand